Unterwegs auf dem Lahntalradweg Teil 2. Nach dem Lanauer Abschnitt geht es diesmal durch Wetzlar. Mitten durch die Innenstadt. Interessant wird's für den Ortsfremden. Denn jetzt kommt er hier hoch, muss über diesen Zebrastreifen im Grunde genommen runter vom Fahrrad, denn er muss jetzt über den Bürgersteig gehen. Wir sehen, dort drüben kommen die Radler, über die Ampel fahren. Auf der anderen Seite kommt er auf einen ganz schmalen Radweg auf der falschen Seite, der einen Begegnungsverkehr nicht zulässt. Und dort gibt es die turbulentesten Situationen, dass die Radfahrer auch auf den Bürgersteig fahren müssen. Kollisionen mit Fußgängern sind hier mehr oder weniger vorgegeben. Am Haarplatz angekommen werden Radfahrer mit einer tollen Aussicht belohnt. Ja, die große Stärke von Wetzlar ist natürlich seine Altstadt. Und die haben wir hier im Hintergrund und die lohnt jeden Abstecher. Die Stadt ist einfach wunderschön dort. Gleichzeitig ist das Ganze natürlich ein wunderbarer Rastplatz für die Radfahrer, denn neben der Schönheit der Stadt und dieser Bilderbuch-Postkarte, die sich dort im Hintergrund erhebt, haben wir hier drei Biergärten. Einer direkt neben mir, einer auf der anderen Seite und im Hintergrund kommt noch ein Weindorf in der Saison. Nach dem Haarplatz geht es raus aus der Stadt. Auf breiteren Wegen fällt das Radeln deutlich leichter. Wetzlar ist ganz sicherlich eine der absoluten Perlen auf dem Lahnradweg und ist jeden Besuch wert.